Ein schwuler Philosoph im Kinderzimmer, in einem anderen Forum als diesem hier und zu einer anderen Zeit als unserer, hat jemand geschrieben, er habe zu einer noch anderen Zeit einen Text in jenes Forum eingestellt, und zwar über die Heterotopien von Foucault. Sie wissen, der mit dem Pendel. Ne? Nein, ist nicht der mit dem Pendel, mein Gott. Irgendein Narr wird jetzt wieder sagen: Ah, das geht ja nicht. Ist aber eine Frau, wer sonst, antwortete ihm: Was für ein Zufall, ich mache heute Hausputz und komme gerade aus dem Kinderzimmer. Da schreibst du von Heterotopien. Ob dieser Foucault, so frage ich mich, jemals eigenhändig ein von der anarchischen Wildheit einer Kinderseele gestaltetes Zimmer aufgeräumt oder wenigstens bewusst in Augenschein genommen hat, wobei das Wort gestaltet sowieso, naja, in dem Zusammenhang sehr fraglich ist, ne? Sehr fragwürdig ist, ne? Dem Wikipedia-Artikel über ihn entnehme ich, dass Michel Foucault, den ich im Übrigen durchaus schätze, 1984 an AIDS gestorben ist. Wahrscheinlich war er also schwul und hat sich damit dem Frondienst, eigentlich ja Frohendienst, in Kinderzimmern entzogen. Wer niemals ein Kinderzimmer aufgeräumt oder auch nur betreten hat und dabei mit nackten Füßen auf einen Legostein getreten ist, kann meines Erachtens keine verlässliche Aussage über den Zustand der Welt machen. Ne? Also, das muss man erlebt haben, sonst denkt man, die Welt wäre geordnet und dennoch sei mir ein mahnendes Wort an alle Hausfrauen, männlich, weiblich, divers, gestattet. Wer Kinderzimmer aufräumt, setzt ein Signal. Dieses Signal aber, bedenkt das wohl, bedeutet: Wieso soll ich, Kind, den Saustall aufräumen, wenn die Papa oder der Mama im Weigerungsfall meinerseits das ohnehin machen? Sie tun es zwar nörgelnd und schimpfend, aber sie tun es. Wozu also soll ich, Kind, einen Finger rühren? Also ich meine, blöd sind sie nicht, die Kleinen, ne? Blöd sind sie nicht. Gell? Naja, übrigens, weil vielleicht ist es einem aufgefallen, aber ich habe hier gesagt, die Papa oder der Mama. Also, als meine Söhne noch klein waren, nannten sie mich tatsächlich die Papa. Ich schwöre. Ja, ich bin gelernter Windelwechsler. Wenn die Wutzeln auf dem Wickeltisch vor mir lagen, hilflos meinen Launen ausgeliefert, habe ich ihnen auf die Melodie von Bobby Solo vorgesungen: Du hast ja Scheiße in der Windel. Und wie heißt's? Du hast ja Scheiße in der Windel. Komm, ich kratze sie dir raus. Diese Scheiße in der Windel, diese Scheiße muss heraus. Zu solchen Höhen kann sich Lyrik aufschwingen, wenn sich ein wahrer Dichter mit der Musik verbündet. Die wahre Originalmusik hat übrigens seinerzeit der King himself gesungen, gell? Crying in the Chapel. Nach googeln. Auf YouTube anhören oder sonst irgendwas machen. Also Fenster springen oder in die Donau stürzen. Und egal, mach irgendwas, ne? Ein Schulfreund von mir hat einmal gesagt, diesen Spruch werde ich nie vergessen: Zieh dich an, zieh dich aus, aber tu was.
Da ist was dran. Okay.